heute. Am 20. Oktober um 18 Uhr gibt es übrigens auch im Schlossgarten an der Blutbuche ein Gebet für Stuttgart mit der Pfarrerin Gundrun Müller-Enslin. Und jetzt möchte ich noch eine weitere Durchsage machen. Uns hat eben die Nachricht erreicht, dass es ziemlich Randale geben soll am Bauzaun. Liebe Freundinnen und Freunde dort, wir bitten euch darum, wir mit uns gemeinsam friedlich zu demonstrieren. Wir wollen in diese Falle, die man uns hier überall stellt, nicht tappen. Wir sind friedlich, aber hartnäckig und deshalb stehen wir heute hier. Friedlich und gewaltfrei bringen wir unseren Protest zum Ausdruck und wir bitten alle, sich an diesem friedlichen Protest zu beteiligen. Denn ihr alle wisst und sie alle wissen, das wollen die ja nur. Ein paar so Fotos, wo man sagen kann, die Berufsdemonstranten haben hier Randale gemacht. So ist es nicht und das wissen wir. Dann habe ich noch eine tolle Durchsage zu machen. Wir sind trotz kriechender Kälte heute Abend 22.700 Demo-Teilnehmerinnen. Wunderbar! Wir sind viele und wir sind stark und unsere Prozesse gehen weiter. Immer schwieriger wird zu dieser herbstlichen Jahreszeit hier im Schlossgarten. Wir kämpfen derzeit darum, dass wir in Zukunft in der Schillerstraße vor dem Bahnhof stehen und nicht mehr hier im Matsch und im weichen Gras. Also, wir hoffen, dass das heute die letzte Montagsdemo hier im Schlossgarten ist. Und ansagen möchte ich auch noch eine Veranstaltung am 20. Oktober um 19 Uhr der Architekten gegen Stuttgart 21 im Forum 3, Gymnasiumstraße 21.